Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, es ist immer noch die wundervolle Weihnachtszeit und es ist eine Zeit, die mich immer sehr ergreift und ich liebe Weihnachten. Jetzt bin ich ja doch schon kein Kind mehr, weiß Gott nicht, und bin eigentlich schon eher jemand, der ganz viele Jahre auf dem Rücken hat und auch erlebt hat. Aber ich freue mich jedes Jahr wieder aufs Neue auf diese Zeit, weil ich verspüre so eine richtige Sehnsucht nach dieser friedvollen, friedlichen Stimmung. Und ja, so ist es dieses Jahr auch. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema der Weihnachtssehnsucht mal ein bisschen auseinandergesetzt und beschäftigt. Es sind nicht mehr so viele Tage bis zum Weihnachtsfest. Ja, und nach dem alljährlichen Endspurt, da sehnen sich doch die allermeisten von uns wonach? Natürlich nach Ruhe. Zeit für gute Gespräche und Zeit zur Besinnung. Besinnung worauf eigentlich? Worauf wollen wir uns besinnen? Etwas, das unser materielles Überangebot übersteigt oftmals, aber meist nicht wahrgenommen wird, weil wir es nicht gelernt haben und uns damit auch gar nicht auskennen. Nicht umsonst sind die Kirchen gerade am Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bis auf die letzten Plätze gefüllt, besonders an Heiligabend. Wir nutzen Weihnachten intuitiv, ohne genau es benennen zu können, um anders zu fühlen und auch um anders wahrzunehmen. Vielen Menschen fehlt heute der Bezug zum Inneren. In der westlichen Welt, in der die Wichtigkeit des Äußeren, des Materiellen, das, was wir wirklich anfassen können, was wir sehen können, was wir haben, im Vordergrund, fehlt aber oft der Bezug zu unserem Inneren, zu unserem Geist, zur Energie und zur Erforschung des eigenen Bewusstseins. Und das sind heute für viele Menschen Begriffe ohne Inhalt. All dies hat oft keinen Platz in unserem Leben, weil man es nämlich nicht anfassen kann oder auch nicht sehen kann und auch in unserer Gesellschaft ein tatsächlich Schattendasein eher immer noch führt. Es wird nicht ernst genommen. Ich habe so viele Menschen untersucht. Nie ist mir eine Seele begegnet. Das ist die bekannte Begründung eines Pathologen, Gott und auch Religion abzulehnen. Was den meisten nicht bewusst ist, heute treffen sich modernste Wissenschaft wie Quanten oder Biophysik und Spiritualität. Erstere weist inzwischen nach, was Letztere seit Jahrtausenden weiß. Die belächelte Aura beispielsweise entpuppte sich als Lichtstrahlung, als Photonemission von Pflanzen, von Tieren und auch von uns Menschen. Die Quantenphysik mittlerweile beweist, dass Materie, auch wir Menschen, eigentlich Felder sind. Und man entdeckt immer kleinere, schwingendere oder schwingende Teilchen, die wir nur als Materie wahrnehmen. Alle kleinsten Teilchen, ohne Abstand aneinandergefügt, lassen einen Menschen auf den Durchmesser eines tausendstel Millimeter zusammenschrumpfen. Wir sind also, wie alle Materie, fast leerer Raum, also dieses Feld, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das wussten bereits die Mayas, deren Name Illusion und Blendung bedeutet. Ein Japaner, Professor Emoto, hat erforscht, dass Wasser programmierbar ist, also eine Art Gedächtnis hat, das auf Töne, ja sogar auf Gedanken reagiert. Er fotografierte einfrierendes Wasser und zeigt, dass die Qualität der Programmierung die Kristallgeometrie beeinflusst. Super spannend. Schaut mal im Internet nach, ihr werdet diese Bilder sehen. Auch Heilwasser aus Lourdes bildet
Kristalle, deren Anblick Ehrfurcht auslöst. Sie sind wunderschön. Wasser mit disharmonischem Krach beschallt, bildet nichtssagende und ganz hässliche Formen. Also schaut euch diese Bilder unbedingt mal an, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, warum mich das so fasziniert. Könnte das christliche Ritual, Essen zu segnen, vielleicht da auch den Hintergrund haben, Nahrung energetisch aufzuwerten? Schon diese ganzen Beispiele zeigen, dass es Dinge gibt, die sich viele Menschen noch nicht als real vorstellen können. Akzeptiert man Entdeckungen wie diese, macht man einen ersten großen Schritt auf einer Entdeckungsreise, die das Leben bereichern, ja sogar mit einem Sinn versehen wird. Wer oder was bin ich und warum bin ich? Vielleicht gibt es nichts Bedeutenderes, als solchen Fragen auf den Grund zu gehen. Viele, auch diejenigen, die solche Themen eigentlich vehement ablehnen, spüren dieses in uns schlummernde Verlangen, zumindest einmal im Jahr. Und das ist an Weihnachten. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und dieses Thema, das nicht ganz so medizinisch ist, aber natürlich was mit unserer Gesundheit zu tun hat, freue ich mich über euren Daumen, wenn er nach oben geht und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Auch wenn ihr eure Erfahrungen zum Weihnachtsfest selbst als Kommentar mal unten reinschreibt, dass ihr auch miteinander diskutieren könnt. Und natürlich schenkt dieses Video an Freunde weiter, reicht es weiter an die Familie. Dann habt ihr vielleicht noch ein Thema für die Weihnachtsfeiertage, weil es sind spannende Themen und da geht es heiß her. Bitte, bitte nicht streiten, denn es geht darum, dass es einem gut geht und dass man den Seelenfrieden findet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.